Jeden Tag aufs Neue gehst du wieder ins Autohaus und wunderst dich, dass sich nichts verändert. Weil die Herausforderung, die du wieder hast, du kannst nichts verändern, weil du nicht dazu bereit bist. Wenn ich mit jemandem spreche am Telefon als Beispiel, dann höre ich immer wieder, nee, heute ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, nächste Woche nicht, nächsten Monat nicht und auch nächstes Jahr nicht, weil du möchtest es in Wirklichkeit gar nicht. Und erst dann, wenn du diese Bereitschaft entwickelst für dich, wirst du herausfinden, dass das der Übeltäter ist deiner ganzen Miserie. Wenn Personen bei dir im Autohaus fehlen, dann stellst du dir die Frage, wo bekomme ich diese Mitarbeiter, aber bewerben sich gar nicht erst bei dir, weil du gar nicht dazu in der Lage bist, diese Leute anzusprechen, geschweige denn in die Sichtbarkeit zu kommen. Und darüber hinaus, warum machen deine Mitbewerber und Mitbewohner das? Weil sie verstanden haben, es funktioniert nur noch auf diese Art und Weise. Und erst dann, wenn du das für dich verstanden hast, wirst du herausfinden, dass das der entscheidende Hebel war, den du anwenden musst, um für dich herauszufinden, jetzt funktioniert das auf einmal. Und da setzen wir zum Beispiel direkt mit dir an, um herauszufinden, wo kannst du denn überhaupt Verbesserungen herbeiführen, weil du auf dem Punkt noch stehen bleibst, wo du aktuell stehst. Und das kreiden dir ganz, ganz viele Kandidaten an, im Negativen, weil die für sich ganz klar sagen, der macht ja gar nichts, der will ja in Wirklichkeit gar nicht. Nur weil du Stellenangebote auf deiner Internetseite hast, heißt das nicht, dass es jemand wahrnimmt. Nur weil du etwas 15 oder 15 Jahre machst, heißt das nicht, dass du wahrgenommen wirst. Und das denken aber ganz, ganz viele Personen, weil die für sich ihr Ego ganz nach oben ansetzen, um sich zu sagen, ich bin aber jemand, ich habe das schon geschafft. Wenn das so wäre, dann wären bei dir im Autohaus alle Stellen besetzt und wird es nicht die Herausforderung, dass die einzelnen Mitarbeiter bei dir abwandern, um da irgendwo in einem anderen Gewerk tätig zu werden, weil du nicht dazu in der Lage bist, das zu analysieren und runterzubrechen. Wenn die woanders mehr Geld verdienen, dann heißt das nicht, dass du auch mehr Geld bezahlen musst, sondern die wollen wertgeschätzt werden. Die wollen so behandelt werden, wie sie es dir mehr oder weniger auf Silbertablett servieren und mit dir kommunizieren. Aber du bist überhaupt nicht dazu in der Lage, mal ein Wörtchen mit den Leuten zu sprechen, weil du hast so viel Abneigung dagegen, dich nach außen zu zeigen, aber sprichst davon, dass du erfolgreicher Geschäftsführer bist. Wie kommt das? Wie kommst du auf diesen Gedanken, dass du überhaupt dieses Recht rausnimmst? Das funktioniert nicht, weil die meisten, die müssen das so verstehen, dass die dich wirklich wahrnehmen. Und sobald du das machst, wirst du herausfinden, dass der Umkehrschluss für dich, um da dann auch einen Erfolgsweg zu gehen, dass diese Person mit dir zusammen die Zukunft bestreiten wollen. Du hast doch nicht dein Autohaus eröffnet, um herauszufinden, jetzt in 2023 als Beispiel, dass jetzt der Zenit erreicht ist, um da stehen zu bleiben, wo du jetzt augenblicklich noch bist. Du möchtest noch weiter vorangetrieben mit Personen an deiner Seite, wo du ganz genau weißt, die wollen mit dir das herausarbeiten und so weit bringen, damit du auch irgendwann mal da bist, nach Möglichkeit in einer dir angestrebten zeitlichen Abfolge. Und so kannst du das Ganze für dich analysieren und staffeln, aber nur, wenn du für dich ganz klar das mal aufschreibst und mit den Personen besprichst, wo du ganz genau weißt, die können dir dabei tatkräftige Unterstützung leisten. Und erst dann, wenn du das für dich verstanden hast, dann weißt du ganz genau, jetzt ist wirklich der Umkehrschluss. Die Wende erreicht, wo du wirklich das auch zulässt. Und erst durch dieses Zulassen wirst du verstehen, dass das für dich eine Veränderung bedeuten kann im positiven Sinne, weil Personen wollen gerne, dass du dich für andere Menschen öffnest. Jemand, der jetzt ein Auto sucht, der wird dich ansteuern, weil du das Fahrzeug direkt auf deinem Hof stehen hast, aber nicht, weil du es besorgen kannst. Und das ist der Unterschied. Du hast also verstanden, dass gewisse Fahrzeuge verfügbar sein müssen. Und diese Person müsstest du genauso erfinden und für dich bewerten, damit die überhaupt das zulassen, mit dir das zusammen zu machen. Und erst dann wirst du für dich eine ganz andere Abfolge walten lassen, weil auf einmal steht das zur Verfügung. Personen, die mit dir das realisieren wollen, die ganz klar die gleiche Absicht, die Zielführung haben, um auf dieses Level zu kommen. Und wenn du das auch möchtest, wenn du das ganz klar sagst, der richtige Zeitpunkt ist dafür und du möchtest nicht mehr da stehen bleiben, wo du wirklich stehst, dann sollten wir jetzt in ein Gespräch kommen. Dann gehen wir mal auf meine Seite peterzander.de, da gucken wir einfach mal, wo du jetzt gerade wirklich stehst, wo du sein könntest und was daraus für dich resultiert. Weil du brauchst tatkräftige Unterstützung, weil wenn das für dich alles so einfach wäre, dann wärst du da schon, dann würdest du nicht zuhören und vor allem, es wäre so, dass du da nicht drüber nachdenken müsstest. Und erst dann kommt dieser wirkliche Umkehrschluss und du wirst für dich wahrnehmen, dass das möglich ist, weil du es zugelassen hast. Aber wenn du auf Abwehrhaltung gehst, so wie die meisten Menschen, weil die sich ganz klar sagen, ich brauche das alles nicht, warum sind denn schon seit Jahren deine Stellen unbesetzt, beziehungsweise eine Person, die nach 2, 3 Wochen wieder zweite suchen? Und da ist wirklich die Wurzel. Und kannst du ersticken, weil die wächst noch, aber du hältst sie gar nicht auf, weil du für dich denkst, ja, ich bekomme ja gar keine anderen Kandidaten. Falscher Gedanke. Mit uns bekommst du immer die richtigen Personen und die sind so zu verstehen, dass du davon partizipierst. Wenn du das jetzt möchtest, mach das jetzt einfach mal. Nimm Kontakt mit mir auf und dann gucken wir, was daraus resultieren kann. Weil all das, was du jetzt noch in deinem Kopf hast, das kann man auch verwirklichen. Das kann man in die Realität umsetzen. Und zusätzlich musst du dir das so verstehen, es ist viel, viel einfacher, wenn du es mit Menschen machst, absolvierst, die diesen Weg schon in der Vergangenheit gegangen sind. Die ganz genau wissen, du musst das so machen.
Und daraus kannst du wirklich dir aus diesen Völlen schöpfen, aus diesen Kräften und weißt zusammenhangsmäßig, was dabei herumkommen könnte, weil wir werden das für dich zusammen dahin bringen. Mach das jetzt einfach mal, teile dieses Video, besprich das mit den Personen, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur so sehen, hören und verstehen, sondern im besten Fall auch mit in ihr Leben integrieren. Und darüber hinaus, auf meinem YouTube-Kanal, da findest du noch über 1000 weitere Videos, die du alle mal anschauen solltest, damit du herausfindest für dich, was hast du in der Vergangenheit alles schon verpasst. Und wo könntest du landen, wenn du das einfach mal beherzigst und für dich vollziehst? In diesem Sinne, ich freue mich darauf. Schau dir das mal zusammen mit mir an. Wir gehen in ein wirkliches Gespräch und gucken, wo du jetzt sein könntest mit meiner Anspruchnahme und was daraus wird. In diesem Sinne, ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Video. Mach das Beste daraus und bis zum nächsten Mal.